herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Seit einigen Wochen habe ich jetzt endlich auch TikTok und dadurch lade ich sehr gerne Videos zum Thema Koreanisch lernen hoch. Dadurch haben mich auch einige gefragt, wie ich eigentlich Koreanisch lerne, wie weit ich schon bin und so weiter. Und ich dachte mir, dass ich heute mein kleines Update dazu geben möchte. Erst einmal ganz kurz, meine Haare sind gerade nur noch nass, weil ich gerade Haare gewaschen habe, aber sie sind nicht fertig, falls ihr das denkt. Also nicht wundern, es ist nicht so eklig, wie ihr gerade denkt, die sind nur nass. Ich habe ja schon einige Videos zum Thema Koreanisch lernen gemacht, wo ich euch auch so schon erzählt habe, wie ich angefangen habe und so weiter. Und habe da eigentlich immer gesagt, dass ich mir das selbst beibringe. Jedoch habe ich mir im Januar dann eine koreanische Lehrerin gesucht, weil ich einfach gemerkt habe, es geht so nicht. Ich kann mir es einfach nicht selbst beibringen. Und zwar habe ich nämlich 2019 ungefähr angefangen, Koreanisch zu lernen. Das kam daher, dass ich selbst halb Koreanerin bin, aber mich nie wirklich dafür interessiert habe für die koreanische Sprache, weil ich damit nicht so wirklich aufgewachsen bin. Also meine Mutter hat mir diese Kultur nicht so krass gegeben, wie ich es mir jetzt vielleicht im Nachhinein gewünscht hätte, sage ich mal. Weil meine Mutter selbst nie Koreanisch richtig gelernt hat. Also klar, ihre Eltern haben mit ihr Koreanisch geredet, aber sie hat es halt nie so wirklich gelernt, weil sie auf einer deutschen Schule war, immer deutsche Freunde hatte und so weiter. Und dann habe ich aber 2018 ungefähr angefangen, mich für die koreanische Kultur zu interessieren, da ich angefangen habe, K-Pop zu hören tatsächlich. Und war oder bin ein großer BTS-Fan und von K-Pop-Gruppen bin ich Fan und gucke so K-Dramas und so. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren und habe dann 2019 ungefähr, ja 2019 im Sommer, glaube ich, angefangen, richtig Koreanisch zu lernen. Hatte da immer so ein paar Bücher, die ich benutzt habe, habe mir das mit YouTube selbst beigebracht, mit ein paar Apps und so. Aber ich habe einfach gemerkt, für mich, es funktioniert nicht, wenn ich mir das versuche, nur selbst beizubringen. Ich bin aber auf jeden Fall der Überzeugung, dass man das auf jeden Fall schaffen kann. Also falls du wirklich die Motivation, die Disziplin dazu hast, das selbst beizubringen, dann kannst du es auf jeden Fall schaffen, auch selbst sozusagen fließend Koreanisch zu sprechen. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich nämlich falsch gemacht habe, ist, dass ich nie mit Leuten Koreanisch geredet habe. Also ich habe mir das immer nur durch das Buch selbst beigebracht und ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, sehr motivierter Mensch. Also ich kann mich selbst dazu motivieren, immer anzufangen, habe auch jeden Tag wirklich was gelernt. Aber es hat mir nichts gebracht, weil ich habe die Grammatik vom gelernt und habe sie dann komplett verstanden und so, aber habe sie einfach 3 Wochen danach wieder vergessen, weil ich es nie angewendet habe. Und ich glaube, das ist halt der große Struggle dabei, wenn du dir eine Sprache selbst beibringen möchtest. Ich war nämlich sehr diszipliniert, habe immer viel gelernt, aber es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es nie angewendet habe und dadurch nie so wirklich verstehen konnte, weil ich es natürlich nur irgendwie Beispielsätze oder so gelernt habe, aber ich habe die auch nie korrigieren lassen von irgendjemandem, habe nie jemandem wirklich so zugehört, wie er spricht und habe nie so eine Konversation gehabt und dadurch habe ich halt einfach fast nichts gelernt. Also ich hatte dann diesen Januar meine erste Koreanstunde mit meiner Lehrerin und das war, also wenn ich geredet habe, hat es sich nicht so angehört, als hätte ich schon 2 Jahre ungefähr Koreanisch gelernt, überhaupt nicht. Also es war noch nicht 2 Jahre, sondern 1,5 Jahre oder so. Aber man hat nicht gedacht, dass ich schon so lange lerne, glaube ich, weil ich einfach nicht sprechen konnte. Ich konnte die Grammatik gut verstehen und ich kann auch die Grammatik so gut anwenden, aber nicht in einem Gespräch. Also ich war es nicht gewohnt, mit Leuten auf Koreanisch zu reden, weil ich es nie gemacht habe. Und das ist halt, glaube ich, der große Fehler. Wenn wir eine Sprache lernen wollen, wollen wir sie ja auch irgendwann anwenden. Also das Anwenden, das Sprechen ist ja das Ziel. Und das geht ja nicht, wenn man irgendwie nur Grammatik lernt oder auch nur Vokabeln lernt. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich auch sehr wenig Vokabeln gelernt habe, was auch schlecht war. Deswegen würde ich auch empfehlen, erst Vokabeln zu lernen statt Grammatik. Ja, genau. Und dann habe ich halt im Januar meine erste Stunde gehabt mit meiner Lehrerin, konnte halt so die Basics sagen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, meinten so, ja, wie lange lernst du Koreanisch? Warum lernst du Koreanisch? Was hast du gestern so gemacht? Was hast du heute so gegessen? Wie geht's dir? Halt so ganz, ganz Grundlagen. Und das könnt ihr auch beantworten. Ich habe mir jetzt im Nachhinein vor einer Woche oder so nochmal unseren Chat durchgelesen, damit der Lehrerin immer alles mitschreibt, was wir machen. Und habe dann da gesehen, wie schlecht ich damit geredet habe. Also ich habe viele Fehler gemacht, was aber auch okay ist und normal ist und gut ist. Aber ich merke schon, dass ich mich jetzt in diesen 5-6 Monaten extremst verbessert habe. Also erstmal zu den Grundlagen. Ich habe meine Lehrerin auf iTalki kennengelernt. Das ist eine App, das ist nicht von iTalki gesponsert oder so. Ich denke, es gibt auch andere Apps, die vielleicht auch besser sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sie dort gefunden. Also wir machen 1 Stunde in der Woche zusammen. Wir machen immer am Sonntag von 11 bis 12 Uhr. Und das Ganze kostet irgendwie, ich glaube, 13 Euro pro Stunde oder so. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber die iTalki-LehrerInnen, die wechseln da total. Also es gibt manche, die machen das für 6 Euro die Stunde. Manche, die machen das für 40 Euro die Stunde. Also es kommt wirklich drauf an, was es für eine Person ist, wie lange sie schon Erfahrung hat, wie sie ihren Unterricht gestaltet und so weiter. Es gibt auch Lehrer, die machen beispielsweise den Unterricht nur, also halt nur mit Konversationen, die dann nur mit dir die ganze Zeit reden. Andere machen das so richtig in diesem Lehrer-Schüler-Style, dass sie dann dir wirklich Dinge nur beibringen. Andere machen es, dass sie zusammen Bücher lesen, Bilder beschreiben.
schreiben, was weiß ich. Bei meiner Lehrerin und mir ist es so, dass wir es alles sehr mischen. Also sie gibt mir immer eine Hausaufgabe auf, das ist halt immer ein Text, den ich schreiben muss. Beispielsweise waren die letzten Fragen sowas wie, was hat dir deine Mutter beigebracht, was du sehr asiatisch findest? Oder wenn du eine Sache an die ändern könntest, was würdest du an die ändern? Oder irgendwie, was bewegt dich momentan? Also sie gibt mir immer auch sehr philosophische Fragen, finde ich. Was aber total cool ist, weil ich sozusagen dadurch nicht nur die Sprache lerne, sondern auch tiefer in die Sprache eintauche und darüber mich selbst noch lernen kann, über sie lernen kann, über das Leben lernen kann und so. Deswegen finde ich diese Fragen eigentlich immer relativ schön. Und wie gesagt, sie gibt mir dann diese Fragen, ich schreibe dazu was und dann schicke ich es ihr und dann gehen wir das in der nächsten Stunde einmal durch, kontrollieren das sozusagen, korrigieren das vor allem, also sie korrigiert das, dann sagt sie mir irgendwelche Grammatikstrukturen, die ich falsch habe, dann erklärt sie mir die vielleicht oder wir nach neue Grammatikstrukturen und dann machen wir eigentlich sehr viel auch Sprechen. Also sie fragt mich dann immer so, zum Beispiel, wenn ich irgendwie in dem Text gesagt habe, ich mag es nicht, mich mit Freunden zu treffen. Total komisch, aber ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel sagen würde, dann fragt sie mich, Lara, warum magst du es nicht, dich mit deinen Freunden zu treffen? Und so haben wir immer noch die ganzen Konversationen zwischendurch. Am Ende fragt sie mich dann noch einige Fragen, wie was planst du für die nächste Woche oder generell so Fragen oder was auch wichtig ist, dass ich sie immer Dinge fragen soll, damit einfach diese Konversation so zustande kommt. Und ich muss sagen, ich habe euch ja auch schon in meinem Podcast davon erzählt, aber die ersten Stunden waren bei uns nicht so gut. Also wir haben uns irgendwie da noch nicht so gut verstanden, weil es super schwierig war. Und ich muss sagen, ich glaube, es liegt auch tatsächlich an mir oder hat an mir gelegen, weil ich noch nicht so leidenschaftlich war, was das Koreanisch anging, weil ich sehr so demotiviert war, dadurch, dass ich halt schon 2 Jahre gelernt habe, aber fast nichts mitbekommen habe sozusagen. Und dann diese erste Stunde total schlecht war oder schlechter als erwartet war. Deswegen war ich halt sehr demotiviert und hab nicht so 100% gegeben, was auch das Lernen angeht beispielsweise. Und natürlich war das Ganze erstmal eine neue Atmosphäre, eine neue Umgebung, in die man sich gewöhnen muss mit so einer Lehrerin. Also wir machen das halt über Skype so. Und es war, also die ersten 4-5 Stunden waren nicht so gut. Aber dann irgendwann habe ich einfach gecheckt, ich muss mehr machen. Ich muss jeden Tag lernen, ich muss die Hausaufgaben gut machen, ich muss aus mir rauskommen, aus meiner Komfortzone rauskommen, mit ihr reden, ihr Fragen stellen, alles beantworten und immer diese extra Mile gehen. Also immer, wenn sie was fragt, nicht nur das Grundlegende beantworten, sondern darüber hinausgehen, die richtige Konversation weiterführen. Und das war die Sache, was ich erst nicht gemacht habe, jetzt aber mache und dadurch hat sich halt einfach unser so Verhältnis zueinander total verbessert und auch meine koreanische Sprache natürlich sehr verbessert. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, kommt aus euch heraus, wenn ihr so miteinander redet. Ansonsten machen wir auch öfter mal so andere kleine Spiele, beispielsweise haben wir letztens mal Bild zusammen beschrieben, wir haben einen Artikel zusammen gelesen, wo wir so meine Sprachmelodie geübt haben. Wir haben mal so Tabu miteinander gespielt, also sie hat sozusagen auf Koreanisch ein Ding beschrieben, was sie dann erraten musste. Manchmal machen wir so einfach irgendwelche Q&As, also Fragen hin und her stellen. Also wir machen das teilweise auch so spielerisch, aber der Grund, die Grundsache, die wir immer machen, ist eigentlich Konversation. Also sie fragt mich, was ich antworte und so weiter. Manchmal machen wir auch dieses On-Spot Speaking Practice, so nennt sie das, und zwar sagt sie dann, Lara, erzähl mir mal etwas über deine Großmutter. Und dann muss ich halt so 5 Minuten über meine Großmutter reden, über meine Oma. Großmutter, wir sagen heutzutage Großmutter, über meine Oma reden. Und muss ihr dann so ein bisschen was darüber erzählen und dann schreibt sie das alles auf und dann korrigieren wir das danach. Ja, übrigens, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei den iTalki-Lehrern und Lehrerinnen, ist einfach, dass sie wirklich alles, was man sagt, mitschreiben. Ich dachte nämlich, dass es nur bei meiner Lehrerin so ist, dass sie alles mitschreibt, aber lustige Geschichte. Und zwar macht mein Vater nämlich jetzt auch bei iTalki mit einem Spanischlehrer, lernt er Spanisch. Und er macht es halt auch so wie meine Lehrerin, dass er einfach alles mitschreibt, was er sagt. Das finde ich total krass. Und wenn ich einfach was sage, dann treibe ich meine Lehrerin einfach alles mit und dann korrigiert sie das nachher. Das ist total cool. Aber ich muss auch sagen, natürlich, wenn ich Koreanisch rede, rede ich jetzt nicht so schnell. Also jetzt rede ich ja gerade sehr schnell auf Deutsch. Also ich rede auf Deutsch schnell. Auf Englisch rede ich auch schnell, aber nicht so schnell wie auf Deutsch. Aber auf Koreanisch muss ich halt darüber nachdenken. Deswegen rede ich nicht so schnell, deswegen schreibt sie alles mit. Und alles ist in unserem Chat drin bei Skype. Also, mein Tipp an euch wäre, auf jeden Fall, falls ihr Koreanisch lernt, dass ihr eine Person sucht, mit der ihr sprechen könnt. Ihr müsst keinen Lehrer, keine Lehrerin suchen oder so, die das mit euch macht und euch das wirklich beibringt, aber ihr braucht Leute, mit denen ihr redet. Nicht nur bei Koreanisch, sondern bei allen Sprachen, glaube ich, ist das auf jeden Fall so. Weil es einfach nichts bringt, wenn du eine Sprache sprechen möchtest, dann nicht zu sprechen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich das Video hier gerade mache. Ansonsten, falls du einen Lehrer oder eine Lehrerin suchst, kann ich dir das nur empfehlen. Meine Sprachkenntnisse haben sich so verbessert. Also als ich angefangen habe, konnte ich wirklich mich gerade so vorstellen. Aber schon 2 Monate später, ich glaube im März oder so, haben wir dann diese On-Spot-Speaking-Practice gemacht. Und da konnte ich einfach über meine beste Freundin, über meine Oma, habe ich einfach so 3 Minuten geredet. Was ich total krass fand, dass ich es einfach so innerhalb von 2-3 Monaten konnte. Nur mit 1 Stunde in der Woche. Also das ist total krass. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen geholfen und vielleicht ein paar
Anregungen gegeben, ein bisschen Motivation gegeben und euch einfach generell etwas geholfen. Wenn ja, könnt ihr noch sehr gerne meinen Kanal abonnieren oder auch die restlichen koreanischen Videos angucken, die ihr hier irgendwo jetzt eingeblendet findet. Falls dir das Video ein bisschen gefallen hat, kannst du meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Auf eurem Kanal kommt immer die Woche ein neues Video online zu den Themen Lernen, auch Koreanisch ab und zu, Produktivität, Organisation und so weiter. Also abonniere doch sehr gerne den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen.